Ob ich es denn nun schaffe oder nicht, natürlich schaffe ich das. Ich kann ja jetzt schwer in so einem Gruppenprojekt so ein Mega-Haus anfangen und es dann nicht zu Ende bauen. Das ist ja dann ein schlechter Witz, ja. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Aura. Wir bauen heute ganz entspannt wieder mal an unserem Drachen weiter, brauchen nun aber erstmal wieder ein wenig Holz, denn unser Holz ist ja mittlerweile wieder alle. Ja, ich habe jetzt nur noch hier dieses Eichenholz und Eichenholz ist auch eigentlich ganz nett, ist meine Alternative, aber wenn man den ganzen Drachen eigentlich aus Akazienholz baut und auch die Nachbarn mit Akazienholz bauen und auch die Wege mit Akazienholz gebaut wurden, dann schließe ich mich dem doch nur an und baue damit auch weiter. Man kann ja später immer noch bei dem Drachen, finde ich, so Verfeinerungen anbringen mit verschiedenen Holzarten, aber da schaue ich nochmal. Das sind halt so die Feinsachen, die man bei dem Drachen noch machen muss. Und mir wurde in die Kommentare ganz oft geschrieben, dass der Drache doch momentan nur dicker und dicker wird. Und da sind richtig in der letzten Folge so ein wenig die Streits ausgebrochen. Ja, die einen sagen, der Drache wird nur dicker und dicker, Gomme, das wird doch nix. Ja, das sind meist die Leute, glaube ich, die nicht wirklich kreativ sind. Denn meiner Meinung nach, man kann natürlich, wie auch ich habe es ja auch erkannt, dass der vielleicht ein wenig zu dick wurde in letzter Zeit, der Drache. Und die Bretter, die sind glaube ich nicht rettbar. Warte, komme ich da ran? Ne, die sind nicht rettbar. Die müssen leider aus der Welt fallen. Ne, aber wenn man sich den mal anschaut, ich finde, das nimmt schon Gestalt an. Man braucht nur mal ein wenig Kreativität. Nämlich, wenn man sich vorstellt, dass da noch Flügel rankommen, da ein Kopf, dann da noch solche Beine, doch, das sieht noch richtig cool aus und das wird auch noch richtig cool. Ich werde nur noch den ein wenig größer bauen und dann schauen wir weiter, aber das nimmt auf jeden Fall Gestalt an und ich bin auf keinen Fall auf irgendwie diese Seite von wegen, die sagen halt, also auf der Seite von den Leuten, die sagen, ja, das wird doch eh nix oder so. Also ich glaube da wirklich dran und dass ich überhaupt schon mal diese Grundstatur so erschaffen habe, freut mich schon extrem, da ich damit wirklich gar nicht gerechnet hatte anfangs. Jetzt habe ich aber wirklich mittlerweile gemerkt, okay, es läuft auf jeden Fall. Und ich kann da noch einiges rausholen und deswegen glaube ich da viel mehr an mich. Und deswegen fand ich es unnötig, dass da teilweise wirklich in den Kommentaren drüber gestritten wurde, ob ich es denn nun schaffe oder nicht. Natürlich schaffe ich das. Ich kann ja jetzt schwer in so einem Gruppenprojekt so ein Mega-Haus anfangen und ist da nicht zu Ende bauen. Das ist ja dann ein schlechter Witz, ja. So, zack. Ich hole mir mal eben eine neue Spitzhacke. Stäbe habe ich noch. Und keine Spitzhacke, eine neue Axt. Zack, da habe ich sie. So, der Baum. Allein schon der Wald hier, ne? Hier sind wir auch eigentlich gefühlt jede zweite Folge dran. Eine Folge verpulvern wir immer das Holz. Und in der anderen Folge holen wir dann immer neues Holz ran. Sehr merkwürdig. So. Zack. Zack. Oh. Komme ich hier ran? Ja, da komme ich ran. Aber weiter komme ich da auch nicht hoch. Ich finde immer diese großen Bäume so ärgerlich. Immer richtig schlimm ist das. Komm schon. Weil da sind bestimmt noch Stämme, ne? Ja, hier. Ah ja. Aber gut, der ist noch ganz unten. Oh ja, lecker Baumstamm, das ist geil, ja, ja, so ist das geil. So, danke. Dann mache ich hier ganz entspannt weiter mit dem Baumstamm. Und da sehe ich hier den auch noch und da ist noch einer und da ist noch einer. Und da oben keiner mehr, ne? Nee. Sind wir etwa durch? Haben wir alle Baumstämme gerade gefällt? Uiuiui. Damit habe ich aber nicht gerechnet, dass das dann so schnell geht. Zack, 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 okay, dann bauen wir einfach mal ganz entspannt weiter, so, wenn man dichter kommt, dann merkt man, dass der Drache so von der Höhe und Breite ganz gut ist, nur nach vorne, er muss noch ein wenig weiter nach vorne herausragen, obwohl man vielleicht auch schon mit dem Kopf anfangen könnte. Wollen wir schon mit dem Kopf anfangen? Ich schaue mir das nochmal einmal aus der Ferne an. So. Man könnte
Ja, ich fange schon langsam mal mit dem Kopf an. Ja, doch. Weil sonst wäre das wirklich ein Megadrache. Nee, das, ja, an sich ist es ja eigentlich auch schon jetzt ein Megadrache. Aber ich denke, wenn ich jetzt mit dem Kopf anfange, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, das würde dann auch besser aussehen später. So, zack, 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 zack. Okay. Was ich übrigens mal ganz schön fand, dass man bei der letzten Folge Aura so gesehen hat, wer von den Abonnenten wirklich auf meiner Seite so nach dem Motto steht und wer von den Abonnenten nicht auf meiner Seite so nach dem Motto steht und extrem oberflächlich ist. Weil ich hatte ja in der letzten Folge so nebenbei erwähnt, weil es ja so ein oft diskutiertes Thema war von mir unter meinen Videos, dass ich keine Facecam machen werde. Und ich habe da nicht wirklich erläutert, warum, da ich das einfach schon in den letzten Videos davor ganz, ganz oft gemacht habe. Und manchmal ist auch wirklich genug. Und auf jeden Fall fand ich es da mal ganz nett, mit anzuschauen, wer denn da wirklich so oberflächlich und unflexibel unter den Abonnenten ist. Und da habe ich auch gemerkt, wer zur Community gehört und wer auch gerne bei wem anders, bei irgendeinem anderen YouTube-Kanal weiterschauen kann und wirklich gerne auf meinen Kanal verzichten kann. Also das habe ich da wirklich in den Kommentaren rausgelesen und auch an den Bewertungen erkannt. Warte mal, das ist hier gerade ein wenig knifflig. So, da hat man wirklich mal gemerkt, okay, es gibt wirklich die Abonnenten, die, also die unter euch, die wirklich flexibel sind, die auch schon länger dabei sind und damit leben können. Und es gibt die, die einfach sagen, also ohne Facecam geht ja gar nicht. Was wird denn das, Gomme? Willst du uns verarschen, sagte Motto. So richtig aggro kam der dann rüber mit Beleidigung und so. Und das war dann schon wieder ein Punkt, da habe ich mir gesagt, nee, danke. Abonniert bitte wen anders. Da habe ich dann so ein wenig gehofft, dass diejenigen dann auch den Kanal von mir erstmal aufgehört haben zu schauen. Und ich hoffe, dass das so weiterhin bei dem bleibt, denn so eine Oberflächlichkeit, ja, die kann ich einfach gar nicht ab. Die muss einfach nicht sein. Und, ja, wie gesagt, das fand ich einfach mal ganz nett, dass man das da mal so erkannt hat. Und ja, wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben, wenn ihr euch nicht dazu gezählt fühlt, dann gehört ihr auf jeden Fall zur Community. So. Ich muss hier beim Hals natürlich wieder etwas dünner werden. Das ist nicht ganz so einfach. Wartet mal. Gerade auch, weil es Nacht ist. Oh Gott, ich möchte jetzt nicht sterben noch hier bei Nacht. Das wäre nicht ganz so toll. Das wäre gar nicht mal so geil. Es reicht dir ein Pfeil eigentlich aus von einem Skelett. Und schon bin ich tot. Weil wenn ich hier runterfalle, dann ist aus die Maus. Dann ist aus die Maus, Mickey Maus. So. Warte mal, wenn ich so schaue, kann ich dann etwas erkennen? Ja, so ein wenig. Nee, das sieht aber noch nicht ganz so toll aus. Ja gut, da muss ich nochmal von unten ran. Aber ansonsten habe ich gerade schon mal was anderes Cooles festgestellt. Nämlich in welche Richtung der Drachenkopf gehen könnte. So. Warte, nee, der muss nochmal weg. Zack. Okay, viel Holz habe ich auch nicht mehr. Und nee. Und nee, und nee, und nee. Ach du Weia. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal was überlegen. Bezüglich des Kopfes. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut hier. Aber da kommen wir noch hinter. Da kommen wir noch auf jeden Fall hinter. Zack. Und. Okay. Das sollen ja auch nur erstmal wieder die Grundformen sein. Ich glaube, das verstehen auch manche nicht, dass ich, also deswegen nochmal an alle, ich baue hier gerade nur die ganz groben Grundformen von dem Drachen.
Das Modellieren kommt später. Okay, der ist tot, der Creeper. Und du bist auch gleich tot. In deiner Unterhose. Zack. So, wir schauen uns das mal aus der Ferne an. Ich habe zwar noch Holz dabei, aber... Oh nein, sind hier wieder viele Monster. Es wird ein Höllentrip wieder mal werden. Stirb, komm. Okay. So, mal eben schauen. Ich laufe dafür mal hier hin. Okay, er ist dunkel, aber... Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Gut, dann laufe ich mal eben zum Bettchen. Oh nein. Oh nein. Die Skelette, schießt doch mal euren Creeper-Kollegen ab. Schießt doch mal. Ja, genau. Nein, oh Gott, Hühnchen. Nee, Hühnchen war es ja gar nicht. Das war die Spinne. Mach schnell wieder hier raus. Hühnchen, ich lasse euch alleine. Ich muss schnell schlafen gehen. Zack. Ah, hier ist ja schon der Eingang. Lasst mich rein. Danke. Gute Nacht. Ach, du lieber Mann. Ah, ist das gemütlich hier drin. Herrlich. Guten Morgen. Oh, ich bin ja schon wieder bald tot. So. Hier mal ein paar Kartoffeln tanken. Okay. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Wir haben Eier. Wir können mal wieder Hühnchen machen gehen. Wir sind jetzt mal heute der Hühnchengott. Und ich höre hier irgendwo noch die ganzen Monster verbrennen. Aber egal. Die sollen uns nicht aufhalten. Und die Bäume, die wachsen echt schnell. So, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen hier vorne. Aber das mache ich natürlich nicht hier rein. Das wäre doch blöd. Wir machen hier natürlich die ganzen Hühnchen. Nein. Oh Gott, die Spinne. Wo kam die denn her? Ach, von da unten wahrscheinlich, ne? Von den Wasserfällen. Gok, 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 gok. Ich habe bestimmt noch mehr Eier. Ja, genau. Weil ich da gerade reingefallen bin, habe ich jetzt 1000 Eier. Oh nein! Oh, nicht, dass mich das noch hier runter schubst, das, noch die Spinne. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal beinahe vorgekommen. Oh nee, oh nee, oh nee. So, schnell die noch hier rein und die. Und dann habe ich es auch schon wieder. Oh nee, die Hühnchen kommt wieder raus. Hühnchen nicht! Springt nicht darunter! Euer Leben hat noch einen Sinn! Oh nein! Egal, Leute. Wir laufen mal wieder hier zu unserem Drachen. Zu unserer Plattform. Und ich würde mal sagen an der Stelle jetzt, das wäre es für die heutige Folge. Nächste Folge werden wir wieder am Drachen weiterbauen. Und dann haut rein. Tschö mit Ö!